Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Rob Earth an. Der heißt Dinokonos Island. Und der ist auf der neuen Griechenland-Karte, also diese Inselkarte. Oh, cool. Man hat hier direkt am Eingangsbereich so einen schönen Ausblick nach unten auf Pyroraptoren. Kann leider jetzt gerade nicht ranzoomen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass man hier keinen Fernglasmodus hat in der Besucherperspektive. Das wäre noch ganz schön. Aber coole Idee. Du hast ja auch so die Tische zusammengestellt, dass es ein großer Tisch ist. Und dann kann man sich sozusagen hier ausruhen und sogar direkt die Pyroraptoren angucken. Na, guck mal, du hast auch so einen eigenen Zaun gebaut aus diesen Türen. Finde ich echt schön mit den Höhenunterschieden. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, wir sollten aber erstmal in die andere Richtung gehen. Genau, da will ich hin. Da soll nämlich ein Hotelbereich sein, laut der E-Mail. Oh, hier ist auch ein Gehege. Ah, cool. Pachyrhinosaurus sind da drin. Auch richtig schön gemacht hier. Kann man auch perfekt drauf gucken. Ist auch alles mit diesen neuen Mauern abgesteckt, was ich sehr gut finde. Und hier kommen wir dann in den Hotelbereich. Es sind in der Mitte auch schöne Wasserfälle. Von dem Hotelbereich kann man dann auch mit einer Seilbahn da runterrutschen. So sieht der Eingangsbereich übrigens von oben aus. Da kann man auch noch da hinten rüber gucken. Habe ich gar nicht gesehen. Also hier kann man auch noch ein Gehege sehen mit Paras und einem Pterizinosaurus. Ist echt cool, dass du hier ohne Zäune gearbeitet hast. Gefällt mir richtig gut. Und diese ganzen Höhenunterschiede, das hast du echt super gemacht. Die Wege sind auch nicht irgendwie zu steil oder so, da kann man echt gut drauf laufen. Und dann kann man wirklich perfekt in die Gehege schauen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie das Ganze hier abgesteckt wurde, hier ist jetzt hier dieser unsichtbare Zaun versteckt. Hier braucht man das dann nicht, weil das macht dann logischerweise diese Barriere, die blockt das. Aber finde ich echt cool, dass du keine normalen Zäune hier verwendet hast. Mal was ganz anderes, das so zu machen. Gute Idee. Das hatten wir auch schon gesehen, das Pachyrhino-Gehege. Finde ich auch echt cool mit den verschiedenen Ebenen hier. Und dann geht es da ja in den Hotelbereich. Das hier sind die Hotelanlagen, auch mit Pool. Und du hast hier sogar nochmal eine Terrasse gebaut, eine eigene. Da kann man dann sozusagen durchlaufen durch diesen Rundbogen vom Hotel aus. Aber kann ich jetzt leider nicht, da wäre ich geblockt. Aber dann kommt man hier auf die Terrasse. Und hat einen Blick auf drei Kanus. Stellt euch mal vor, ihr könnt euch hier einfach so hinsetzen und frühstücken. Da unten seht ihr dann die Kanus, das Plätschern hier vom Wasser. Das ist schon echt schön. Und dann gehen wir mal hier weiter. Ah, das in der Mitte sieht auch richtig schön aus. Dann auch noch einige weitere Besucherläden. Noch mehr Hotelanlagen. Ja, noch mehr Besucherläden. Und dann geht es ja auch noch zu der Zipline. Mit der fahren wir jetzt auch nochmal eben. Da fahren wir dann direkt über das Kanu-Gehege rüber. Ja, der Park ist echt riesig. Oh, hier unten sehen wir auch noch was. Das sind so Mini-Gehege. Gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ich halt immer so mega schnell hier. Oh, hier ist so eine runde Arena. Sieht so ein bisschen aus wie diese Arena in Rom. Zumindest geht es so ein bisschen in diese Richtung. Ist das eine Arena? Weiß es gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Wir gehen jetzt aber erstmal hier zurück. Gucken uns nochmal diese kleinen Gehege an, wo wir gerade drüber geflogen sind. Oder drüber gefahren sind. Ja, da sind Moros drin. Natürlich sehr schön, wenn man dann direkt unten an dem Gehege dran steht. Da reicht ja auch locker so eine kleine Mauer, um die abzublocken. Weil die hier wahrscheinlich, wenn es realistisch wäre, rüberspringen könnten. Wahrscheinlich sind dann hier Kompis, oder? Oder vielleicht Oviraptoren? Ah ne, Lystrosaurus. Das geht natürlich auch.
Den finde ich echt schön. Das ist echt süß. Ich weiß nicht, warum die gerade so zucken. Keine Ahnung, woran das liegt. Und hier sind die Oviraptoren. Okay, die gibt es dann auch noch hier. Die auch gerade am Fressen zusammen. Ja, du hast hier dann schon fast alle neuen DLC-Dinos in dem Bereich untergebracht. Da würde ich sagen, fliegen wir mal hier über das runde Ding. Hier sind auch noch so ein paar Besucherläden. Können auch die Besucher dann sitzen. Finde ich interessant, der Park ist geschlossen und hier sitzen trotzdem Leute. Wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ah, das ist auch ein Gehege. Ah, da ist der Atrociraptor drin. Das sind doch alle vier neuen DLC-Dinos dann, ne? Alle in diesem Bereich hier untergebracht, nicht schlecht. Finde ich aber eine coole Idee mit diesem runden Gehege und dann diesen Einschienenbahnen auch. Wenn wir das nächste Gehege auch noch. Ich fliege jetzt einfach mal von oben weiter, das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Mit einer Sutoceratopse. Kommen auch direkt hier bis an die Mauer. Also die kann man dann wirklich vom richtig nah dran sehen. Da geht es auch einmal um das Gehege herum. Hier vorne kann man dann auch noch mal in eine Beobachtungsgalerie rein. Können wir mal kurz machen. Schläft sogar einer perfekt. Da kann man die dann auch richtig gut beobachten. Oh, da ist sogar noch mehr drin. Da sind noch Minmis. Ist ja auch mit verschiedenen Wegfarben gearbeitet. Und hier kommt das nächste Gehege direkt. Das ist auch cool hier mit den Klippen, dass es einfach ein bisschen abgesenkt ist. Kann man die wirklich toll sehen. Die Gigas sind's, ne? Ja, das sind die neuen Gigas. Mit den neuen Skins. Oh, hier hast du auch die Lagoon-Deko eingebaut. Hier ist so ein ganz dünner Path-Weg. Das ist aber cool, wenn man hier so durchläuft. Das ist sehr schön gemacht. Und dann links die Gigas sehen. Da konnten wir leider nicht ganz sehen. Und rechts ist dann auch noch ein Gehege. Mit dem neuen Allosaurus. Das ist aber echt cool. Also der Weg hier sieht mega gut aus. Der schlängelt sich auch so richtig schön durch. Da scheint auch nochmal eine Zipline zu sein. Hey, sind das überhaupt die neuen Allos? Wartet mal. Ja doch, das sind die. Das ist auf jeden Fall der Dominion Allo. Und dann kann man hier hinten wieder... Hier sind nochmal so ein paar Läden. Nochmal ein Hotel und auch wieder hier so ein einzelner Bereich. Oh, hinten beim Hotel kann man wieder ein Gehege schauen. Werosaurus, Iguanodon. Ah, da scheint ein großes pflanzenfresser Mischgehege zu sein. Das finde ich ja sehr cool, dass du die Hotels immer so gebaut hast, dass man hier noch so eine Terrasse hat, die dann direkt an Gehegen dran ist. Und hier geht es dann wieder hoch. Und da sieht man sogar schon schön die Langhälse im Hintergrund. So schön, dass man so nah dran ist an den Dinos. Gefällt mir richtig gut. Oh, da fahren wir gleich auch nochmal durch, so wie es aussieht. Stellt euch mal vor, ihr steht dann hier. Echt schön. Hier geht es dann auch wieder hoch. Da ist auch die Tour, so wie es aussieht. Und auch nochmal eine Seilrutsche. Die Seilrutsche fahre ich jetzt mal nicht. Da würde man halt einmal nochmal über das Allosaurus-Gehege fahren. Ja, da fährt sie gerade los. Aber wir fahren jetzt mal mit der Tour, würde ich sagen. Und danach geht es dann in das Aviarium. Beziehungsweise wir fahren eh mit der Tour dadurch, also passt das. Gehen wir mal da rein.
Und los geht's. Auch wieder mit dem neuen Tourtruck. Beziehungsweise so neu ist es ja gar nicht mehr. Ist ja schon jetzt ein bisschen her. Und ab in ein Aviarium. Mit Sungaripterus sehe ich. Wie ist der nochmal? Barbaridactylus war das, glaube ich, der andere da oben, ne? Aber den neuen Namen tue ich mich da teilweise noch sehr schwer, muss ich sagen. Aber auch hier ist es sehr schön gemacht mit der Deko. Die können dann auch da oben landen, auf der Plattform. Machen sie leider jetzt gerade in dem Moment nicht. Aber du hast hier auch schön die neuen Bäume und so rein platziert. Finde ich auch echt cool. Und dahinter erwarten uns schon die Brachios sind es, glaube ich, oder was sind das? Oh, hier sind sogar die Metrodons mit drin. Ah, cool. Also ist das so ein, auch so ein Mischgehege. Mit Flugsauriern und auch Landsauriern. Schade, dass die echt nicht mit dem Tourtruck interagieren. Wäre cool. Wir werden hier direkt begrüßt. Was sind denn das? Die Sauropoden eigentlich. Ah, Dreadnoctus. Das ist auch der neue Dreadnoctus, ne? Der Dominion Dreadnoctus mit neuen Skins. Kommen wir da jetzt irgendwie durch? Wir schaffen das. Oh, oh. Da seht ihr. Haben wir geschafft. Da ist der neue Iguanodon. Und der Dreadnoctus. Wir fahren jetzt halt einmal durch das Mischgehege durch. Aber hier ist auch einiges drin an Sauriern. Ist auch sehr, sehr schön gepflanzt alles. Aber wie schön das ist mit dem Meer im Hintergrund. Nicht wegrammen. Oh, er schläft genau auf der Straße, perfekt. Das ist weg. Und dann geht's auch wieder ins Aviarium rein. Wollte nicht aufwachen. Und dann wieder raus. Und dann, glaube ich, wieder in die Station, ne? Ja, dann geht's hier wieder in die Station hinein. So sieht das Ganze von oben aus, der Eingang. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr nochmal reingehen. Was haben wir schon gesehen von innen? Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Auch nochmal so eine ganz kleine Arena. Okay, da ist aber nichts drin. Das ist einfach nur eine Brutstation sozusagen. Kleines Mini-Gehege. Und nochmal eine Seilbahn. Über ein Amagasaurus-Gehege. Ich weiß nicht, ob da noch mehr drin ist, aber wir fahren einfach mal mit der Seilbahn, würde ich sagen. Ich glaube, das sind nur Amagas. Wir sind jetzt hier in dem Bereich. Dort sind dann nochmal ein paar Mitarbeitergebäude. Das ist auch sehr schön gemacht. Und dann kommen wir hier zu einer Lagune mit ganz vielen Palmen drumherum. Da schwimmt auch schon was. Oh, hier ein Honosaurus sehe ich. Ein Styxosaurus sehe ich auch. Also auch hier ein Mischgehege mit einigen Wassersauriern. Das sind, glaube ich, Styxus alles. Und zwei Kronos. Ja. Können auch einmal kurz unter Wasser gucken, ob hier Deko ist. Wahrscheinlich eher nicht. Meistens verzichten die Leute halt auf Unterwasser-Deko, weil man die eh nicht sieht. Und man dann lieber mehr Elemente und Deko-Objekte an Land halt platzieren kann.
Aber irgendwann leiden ja die FPS darunter, deswegen muss man halt immer aufpassen. Aber auch hier sehr schön gemacht mit den Beobachtungsgalerien, dann die zwei Highfeeder. Da kann man dann perfekt die Kronos beobachten. Was macht er da gerade? Irgendwas ist hier sehr komisch. Keine Ahnung, was er da macht. Ist ja nicht so wichtig. Aber man hat hier auch nochmal so einen kleinen Durchgang, wo man langlaufen kann und runterschauen kann in ein Uranosaurus-Gehege. Auch sehr, sehr schön, dass man hier halt nochmal so einen kleinen Gang hat. Oh, hier vorne ist auch nochmal so ein Bereich. Ah, der ist auch wieder hinterm Hotel. Das ist wieder hier diese Terrasse sozusagen von dem Hotel. Echt eine sehr gute Idee. Dann geht es da hinten wieder runter. Hier haben wir dann auch noch mal ein paar Besucherläden. Und dann die Paras. Hatten wir die nicht vorhin schon gesehen vom Weiten? War nicht die Paras mit dem Pterycinosaurus gemischt in einem Gehege? Oder ist das ein anderes Paragehege? Bin mir gerade unsicher. Nee, das ist das. Da sind wir gestartet. Hier ist das Eingangsgebäude. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles gesehen. Also im Groben und Ganzen. Ich bin jetzt relativ schnell das Ganze überflogen. Also ich habe bestimmt viele Details und so übersehen. Aber kann gut sein, dass ich den Park hochladen darf. Ich habe das jetzt gar nicht so genau gelesen. Ansonsten findet ihr den Park natürlich in der Videobeschreibung, falls ich das darf. Aber ich glaube, das war soweit. Das war der Park von Rob Earth, Dinoconus Island. Ein sehr, sehr schöner und gelungener Park. Die Höhenunterschiede waren richtig, richtig cool. Und ich habe auch viele coole Ideen gesehen, die mich inspiriert haben für mein Parkpop-Projekt. Also vielen, vielen Dank fürs Einsenden, Rob. Und jetzt schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch der Park gefallen hat. Und lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.